Jetzt muss ich ja auch noch ohne diesen Job schaffen, ne? Das ist auch nicht immer einfach, gell? So als junge Künstlerin. Manchmal ist das schon fast so ein bisschen wie Prostitution. Also auf hohem Niveau. Spür mal auf einer Weihnachtsfeier von Maschinenringabteilung Rosenheim Süd. Arbeiten Sie da? Nein! Spätestens um 5 Uhr haben sie alle auf so ein 3-Promille-Level eingepegelt. Ne? Du und derjenige, der dich explizit engagiert hat, ist schon längst mit seinem verquollenen Rotweingesicht im Ausschnitt von seiner Sekretärin versunken. Du sprichst 20 Minuten vor völlig leeren Gesichtern, ne? Bis irgendwann einmal hineinschreit und sagt: zurück dir gleich Sturmfosen. Das war der erste Lacher des Abends. Ja, und dann freilich denkst du dir dann, ne? Was mache ich da? Hätte ich mir das vielleicht besser überlegen sollen? Natürlich überlegst du dir das. Und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, Lehramt habe ich ja eigentlich studiert. Aber Lehrerin, werden wir heutzutage auch nicht mehr freiwillig, oder? Ich meine, um die Aufmerksamkeit deiner Schüler zu kriegen, musst du ihnen schon fast minütlich eine SMS schicken. Oder eine WhatsApp-Gruppe eröffnen. Ja, du brichst dir bei der Tafelanschrift fast einen Fingernagel ab und die Krippen passen keine Sekunden auf. Und nach der Stunde fragst du dich dann, ob du vielleicht kurz einen Schritt auf Zeiten machen kannst und machen mit dem iPhone ein Foto. Und wenn die wollen, dann können die ja jederzeit von ihrem iPhone oder iPad während dem Unterricht daheim an ihrem eigenen Computer ihren Fußball-Trainingsplan ausdrucken. Und du kämpfst im Jahr 2016 immer noch mit dem maroden Tageslichtprojektor, der lauter brummt wie eure Kreiselbomben. Ja. Und mein Gott, die Kollegen sind natürlich großartig, ne? Gibt es ja großartige Kollegen. Gott, es gibt auch andere. Wissen Sie, die einen, die wissen auch manchmal überhaupt nichts von der Welt da draußen. Ne? Die meinen dann irgendwie, Justin Bieber ist ein Schüler mit Hartz-IV-Hintergrund und das neue Tablet ist von Ratiopharm. Du, und die Eltern rufen 150 Mal in der Schule an, fordern neues Schulessen wahlweise vegan, glutenfrei oder nach der Blutgruppendiät. Erforschen den Herstellungsweg zurück bis zur Milchkuh Susanne. Ja. Du, und jetzt stellen Sie sich das mal vor, als junge Lehrerin im Referendariat, ja? Du, da ärgerst du dich 2 Jahre lang mit Schülern, Eltern und Lehrern umeinander in einer 70-Stunden-Woche, darfst mit Ende 20 deine Eltern anhauen, ob du bitteschön die Stromnachzahlung überweisen, weil du zu wenig verdienst, ja? Du, und dann wärst du noch nicht einmal eingestellt. Du, da ziehst dann nach 7 Jahren Ausbildung und einem Notendurchschnitt von 1,6 im Staatsexamen wieder daheim bei der Mama ins Kinderzimmer ein. Das merke ich nicht. Ich wohne jetzt bei der Tante Elfriede. Aber das ist ja alles auch irgendwie eine Sache der Inspiration, sage ich mal. Also gerade als Künstler ist ja eigentlich immer alles irgendwie ein bisschen eine Inspiration. Ne? Ich hab, Gott, das wissen Sie jetzt freilich nicht, ne? Aber ich habe zum Beispiel jahrelang beim Radio gearbeitet, am Empfang. Und da haben dann immer irgendwelche Leute angerufen, die wissen wollten, wie ein Lied heißt, das vor 3 oder 4 Wochen einmal im Radio gekommen ist. Was ist denn das für ein Lied? Was für Sprach? Mei, schon Englisch, aber instrumental. Und dann habe ich mal so als Vertreterin gearbeitet, ne? So für Alarmanlagen. Da habe ich echt gut verdient. Wenn keiner daheim war, habe ich einfach einen Prospekt auf den Küchentisch gelegt. Ich denke mir schon, dass das gerade mit der Berufswahl, dass das vielleicht früher noch ein bisschen einfacher war, oder? Also gerade als Frau war doch das früher noch einfacher. Ich denke mir immer, im absoluten Notfall hast du dich doch immer noch raufheiraten können. Und heute, wenn du mit 30 Kontakt hast,
Musst ihn selber machen.